Weihnachten, Leute! Es ist The Bouncer, Leute! Legendäres PS2-Spiel. Damals das der Launch-Titel von Square Enix gewesen, zum Start der PS2. Und es ist von Nomura, unserem Lieblings-Videospielentwickler Nomura, der auch Kingdom Hearts gemacht hat und so. Und der hat an diesem wundervollen Werk gearbeitet. Das wird man gleich auch sehr schnell erkennen. Also die ganzen Charaktere, es ist so ein bisschen der Akira Toriyama-Effekt. Hast du Dragon Ball gesehen? Danach sehen alle Charaktere von Akira Toriyama gleich aus, vom Gesicht her. Und das werden wir hier gleich genauso erleben. Ihr werdet, die ganzen Charaktere kennt ihr schon irgendwie aus Final Fantasy oder so. Ihr kennt die schon alle. Aber die sind nicht aus Final Fantasy. So, wir gehen rein. Hallo? Okay. So. Ich habe selbst nie gespielt. Ich weiß, es existiert. Und ich weiß, dass es wohl ziemlich wack ist. Und wir finden es heraus, wieso? Wieso es wack ist? Keine Ahnung. Also, die Cutscenes, die ich davon jetzt schon gesehen hatte, beim Starten des Spiels, sehen actually ganz cool aus. Kann mir nicht vorstellen, wieso das ein Trash-Game ist. Kann ich mir nicht vorstellen, keine Ahnung. Ja, es ist quasi Kingdom Hearts 0.5. Nein, ist es nicht. Es ist ein Brawler. Oh, ihr seht ja gar nichts. Sora! Was ist das für ein scheiß Effekt? Das ist Sora, aber ohne Keyblade. The Bouncer. The Bouncer. Er fühlt's richtig. Natürlich spiele ich auf originaler Hardware. Klar. Okay, wir gehen rein. Story-Modus, Chat. Jedes Tekken. Stimmt, das hat ein bisschen was von Tekken. True. Hat ein bisschen was von Tekken. Der Bouncer. Ja, das Logo ist geil, weil damals hat man sich sowas tätowiert oder so. Das sieht so ein bisschen aus wie das auf dem Windows, dem DS XP. Das hat auch so Tribal-Dinger gehabt. Das sieht so aus. Mikado, the company heading the International Space Project, announced the launch of an additional solar power generator satellite. The announcement comes as a surprise to many. SP, nicht XP, ich habe XP gesagt, ja. Genau, das hat auch Mike Tyson im Gesicht gehabt. Weil er auch ein Bouncer ist. First, an Earth-based station transmits a guidance signal. Wird morgen eigentlich nur Türchen 4 geöffnet oder irgendwie trotzdem Trash? Halt dich fest, wir machen morgen beides. Alter, Mikrowellen. The ground station then converts the microwave radiation back to electricity, which can then be used for general purposes. The question is, do we need such a costly energy? Kennt ihr den Charakter, Chat? Das ist der aus Final Fantasy 8, das ist der mit der Narbe im Gesicht, Cypher. Könnte aber auch Rufus aus Final Fantasy 7 sein. Könnte auch beides, eine Mix. Ja, Leon, Cypher, Squall. Aber die sehen sich sehr ähnlich. Selbe Narbe. Der ist nicht Leon. Jeder, der Leon sagt, ist ein Opfer. Damn it, they beat us to it? Was ist das für eine Story dafür, dass sie sich aufs Maul hauen? Also es geht irgendwie um Mikrowellen. Und der Typ hat irgendwie Mikrowellen gebaut im Weltall. Und irgendwie ist dieses Mädchen wohl wichtig für die Mikrowellen. Und wir werden das Mädchen verteidigen oder so. Und die kommen jetzt das Mädchen abholen für die Mikrowellen.
Die wollen die irgendwie kidnappen oder so. Peak Design kommt jetzt, Chat. Nicht der? Da. Peak Design. Und diese scheiß Fliegerbrille. Wieso hat er eine scheiß Fliegerbrille auf dem Kopf? Wieso hat er eine Fliegerbrille auf dem Kopf? Why? Ah, okay, jetzt wissen wir es. Wieso? Ah, das ist gar keine Fliegerbrille. Das ist... Okay, ich habe nichts gesagt, Chat. Jetzt wird reingebounced. Der sieht auch geil aus. Meint ihr, es gibt in dem Spiel irgendwie so verschiedene Rassen oder hat er Hörner als Schmuck auf seinem Kopf? Wieso hat er fucking Hörner? Volt heißt er. Ah, okay. Er ist eine Steckdose. Ein Stecker. Sorry, just doing my job. Yeah. Buddy Mods. Meinst du, der spielt in der Zukunft? Der hat hier einen Kaktor verboten Sticker. Patch. Der hasst Final Fantasy. Hau ihm aufs Maul. Nee, ist ein guter. Er gehört zum Team. Der ist ein Freund. Endlich jemand, mit dem ich ihn infizieren kann. Hast du auch so sexy Hörner auf dem Kopf? Hi, Boss. Junge Boss mit scharfem S. He's been waiting for you. Hurry up. Das sind die anderen Protagonisten. You're looking busy, Co. Hey, if we're not doing anything, it means the bar's doing just fine, right, Sion? Sion heißt er, wie aus League of Legends. Good morning. Oh, yo, ist der cool. Hey, where were you? You're late. Well, eigentlich bist du mir scheißegal, aber ich liebe dich. Aber eigentlich bist du mir scheißegal. When's your birthday? Why? Sion, it's your shift. Yeah, yeah, I know. Come to think of it, it was exactly 1 year ago today you first came to this bar and started that. Junge, es ist straight up Zora. Then that means today's your first anniversary as a bouncer. Here, I got this for you. Junge, hat der eine riesige Halskette. What's this? Das war Flavor Flav. A present. So, jetzt kann ich mir einen Charakter auswählen. Diese Artworks da unten, Junge. Das hier, Chat. Das hier, das ist doch ein 1:1 Rip-Off. Pass auf. Was ist das? Wieso ist das? Hier. Das ist doch 1:1. Das ist derselbe Charakter. 1:1. Der Blick, das Lächeln. Nur das Tattoo haben sie gedreht. Sie haben einfach nur das Tattoo gedreht. Ja, und die Frise, okay. Die Frise haben sie geändert. ja, probieren wir mal Sion aus. Wir testen uns mal durch. Okay, da ist Sion Barzad.
Da ist Volt Krüger. Und Kulaifo. Kulaifo. Okay. Also das ist ein Deutscher, das ist ein Chinese und Zion Barzat ist bestimmt Amerikaner. Moment, was ist denn gerade mit Kulos hinter meiner Cam? Was ist das für ein scheiß Blick auf einmal bei ihm? Also jetzt oben halt. Junge, wie kacke sieht das denn aus? Was ist mit ihm denn passiert? Okay, ja, wir gehen mal mit Zion rein. Er hat Leben, Angriff, Abwehr. Okay, also der Rechte hat am meisten Abwehr, der in der Mitte hat am meisten Leben und der Links ist generell scheiße. Der Links ist mit keinem Werten irgendwo besser als die anderen. Aber wir gehen trotzdem mit ihm rein, weil es der Protagonist ist, ne? Und Cruises, Dankeschön für dein Prime Sub. Der ist überhaupt nicht balanciert. Der hat alle Werte weniger als die anderen. Get back, Dominique! Dominique! Okay, let's go. Junge, hat auch Tektor verboten auf dem Rücken ganz groß. Oh, jonglieren. Kann ich Kombos machen? Irgendwie kann ich keine Kombos machen. Knöpfe doppelt drücken? Nee. Die werden richtig weggebounced. Oh, ich habe irgendwie einen anderen Angriff gemacht. Ich glaube, ich kann keine Kombos machen. Vielleicht muss ich die noch lernen. Weil das ist jetzt Viereck. Viereck ist einfach nur das hier. Mehr nicht. Ich kann nicht mal was anhängen. Wenn ich mehrmals Viereck drücke, macht er trotzdem nur das. Oh, doch, da! Muss ich im Timing drücken? Okay, wenn ich richtig schnell spamme, dann geht's. Okay, dann haben wir hier den Kick. Okay, den kann ich auch nicht irgendwie kombon. Und den kann ich auch nicht kombon. Den auch nicht. Und ich kann die auch nicht kombinieren? Ich kann die nicht kombinieren, okay. Kann ich wie bei Yakuza Stühle aufheben? Hey, come on. Okay, der ist der Block. Ich glaube, ich kann keine Stühle aufheben. Okay, sorry. Aber ich kann taunten. So, Jungs. Was macht ihr hier? Ich kann die Kamera nicht drehen. Das ist eine fixed Kamera. You ready? Irgendwie mache ich zwischendurch einen anderen Kick und ich verstehe nicht, wie ich ihn mache. Okay, das war erster Kampf. Nice. Kann ich was leveln? Ich habe wohl nicht genug Punkte. Ach, die kosten 200. Ich habe 150, okay. Und hier gibt es jetzt irgendwelche noch andere Fähigkeiten. Zions selbst erdachter Schulterwurf. Ein explosivartiger Kick nach oben. Bodenfeger. Treibmine. Reverse Kick aus der Beuge. Tornadohaken. Doppelte Faust. Orkanblitz. Starke Drehattacke, die alles um sich erfasst. Okay. Okay. Oh, als ob die das haben. Never haben die. Obwohl, Launch-Titel, vielleicht haben die dann versucht, so die Gimmicks auszutesten. Dominique! Dominique! Ja, er würgt die direkt. Er schnappt die nicht mal, er würgt die einfach. Junge, er rennt wie Sora diese endlose Treppe hoch. Bouncer! Ist ja auch Sora, halt wirklich. Das ist so ein bisschen Sora, der so ein paar Jahre älter geworden ist. Ein Sora, der, wenn er nie das Abenteuer erlebt hätte, was er erlebt hat. Das wäre Sora.
Nee, die blonde Dominique, die sah null aus wie Kairi. Who are they? They were from Mikado. Huh, you're awfully well informed. Junge, die Tattoos gehen hart. Let's go to Mikado. Whoa, hang on. I've got connections. Let me look into it first. Ja, er ist einfach, sein ganzer Körper ist einfach Game Boy Advance SP. I need you to check on something for me. Yeah, I need to get into Mikado fast. Look, I'm in a hurry. Yeah, thanks. Oh, sein Rücken ist auch voll tätowiert. Vielleicht seine Beine auch? Hast du dir bestimmt auch schon überlegt? Ja, ich wollte mich mal genauso tätowieren, weil ich ein sehr großer Fan bin von diesem Spiel. Das ist mein Lieblingscharakter. Die Jacke ist nicht zu klein, das soll so. Das ist cool. Das hat man damals so getragen. Das ist ja auch eher eine Weste als eine Jacke. Let's go then. We don't have much time. Looks like he's got. Okay, bei Volt ist die Jacke vielleicht ein bisschen zu klein, ja. No kidding. Wong, warum folgst du mir, Sion? Werde ich auch so stark wie du? Wong, das hängt ganz von dir ab, Sion. Hey, bringst du uns was bei? Oh. Ja, auf Sions Jacke steht irgendwas von Hund. Irgendwas Dog-Shit oder so. Keine Ahnung. Ach, die Muckis sind einfach nur zu groß für die Jacke. Okay. Schuh, ne? Niemand von denen trägt ein T-Shirt. Yeah. There's a whole bunch of them. Dog Street? I don't think we're gonna let us through. Okay, probieren wir mal diesmal Volt Krüger aus. Oh, man levelt die einzeln. Wenn ich einen die ganze Zeit nur einen spiele, dann kriege ich auch mit dem die ganze Zeit Punkte. Boah. Okay, ich habe meinen Main gefunden. Chat, ich habe meinen Main gefunden. Sion? Ja, ich brauche niemanden mehr anderen. Ich will gar nicht Cole testen. Ich muss Cole nicht mal testen. Ey, der kann blocken. Ich auch. Der hat gar keine Faustschläge. Oh, er hat einen Kopfschlag. Hat er gerade getauntet? You ready? Yo. Die sind ja viel cooler. Okay. Ragdoll einfach. Baba! Ich hab ihn gleich. Wie die Ragdoll nimmer. Baba! Oh Mann. Der Kopfschlag, Mann. Ja! Junge! Wie stark die sind, die Ninjas! Komm schon, alle neun. Nee, mein Controller hat keinen Pressure-Sensitive-Buttons. What are Mikado Special Forces doing here? Oh, stimmt, wenn er mit dem Kopf schlägt, das ist wie, als würde er ihn auf die Hörner nehmen. True. What is it? Er ist einfach ein Stier. Huh? Oh, Katze. You recognize that Black Panther? No. Let's get going. We're gonna miss the train. Okay. Yeah. Wird mir jetzt nicht gesagt, was dieser Black Panther ist? Wir gehen einfach. Guhua! Gibst du schon auf? Sehr beeindruckend. Du hast gerade meinen besten Mann wieder windelweich geschlagen. Willst du?
What's wrong? Rent-a-cops. Security is tight, as expected. Lies mal schnell, ich kann nicht, bin ungebildet. And I guess we'll break through the front. Hey, what are you doing there? Okay, jetzt spielen wir mal cool. Cool, Lifo. We're hitching a ride is what we're doing. Alter, geiler Kick. Oh, okay, der ist nice. Der ist einfach Hao Rang, Alter. Der macht Taekwondo. Okay, der kann auch nicht mit Fäusten kämpfen. Kann ich nicht sprinten? Autsch. Ich kann nicht sprinten. Ich muss mal gleich gucken, ob es irgendwie Kombos gibt. Vielleicht muss man ja irgendwie wirklich so irgendwie Street Fighter Kombos drücken oder so. So halbe Drehung, Viereck. Nee, geht nicht. Aber die Musik ist geil. Die klingt so ein bisschen wie Tekken damals. Hadouken habe ich gerade probiert, ging nicht. Junge, die Kämpfe sind aber auch alle so 5 Sekunden lang und dann direkt speichern. Aber finde ich geil. Mehr, ich will mehr Story als Gameplay haben. Keep up the good work, Mister. Okay, sind die cool, Mann. Die fahren schwarz. Me and my gang, wenn wir unterwegs sind. Ticketkontrolleure, lass sie zusammenschlagen, Mann. Das sind ja keine Cops, das sind irgendwie Wachen. I didn't expect such a warm reception. Shouldn't the train be departing soon? Uh-huh. It ought to be. We'll time it so that we jump on the train just as it starts to take off. When you hear the whistle, start booking for the train. Don't miss your cue. Als Kind wäre das Spiel so krass gekommen. So, ich kann hier was anschauen. Okay, die haben alle keine extra Techniken. Boah, ich weiß nicht, wen ich spiele. Also, Ko spielt sich recht smooth. Volt Krüger hat halt den geilen Bauch-Bouncer. Aber Sion hat die schnellen Schläge, die sind auch cool. Ich probiere nochmal Sion. You're not getting paid enough to die. Now get out of my way! Ich weiß nicht, Untertitel? Stand auf jeden Fall Wachen. Ich kann jonglieren. Jonglieren. Seht ihr, deshalb ist Sion ganz geil, wegen dem Jonglier-Move. Ragdoll. Ich glaube, wenn ich ihn gegen eine Wand kriegen würde, könnte ich ihn, glaube ich, auch länger jonglieren. Starkes Game. Oh, ich habe das Game gar nicht gewechselt, dankeschön. Du meinst Sora, natürlich. So, ich habe jetzt 316 Punkte, wir können uns einen neuen Skill holen. Jo, wie teuer die sind, merke ich erst jetzt. Ich kann mir gar keinen Skill holen, die sind ja voll teuer. Na, dann kaufe ich mir nicht. Ich spare. Ich spare auf irgendeinen coolen neuen Move. Kannst du nicht einfach Goofy holen? Ich bräuchte Donald, damit er mich immer heilt. The train's moving. Nee, nicht Volt Xcel. Der andere mit den langen Haaren. Der hat genau denselben Blick wie Cell. Er heilt dich ja nie, das ist es ja. Ja, aber er versucht es. Ah, Irvine. Ja, Irvine aber und Cell sehen beide sehr ähnlich aus, vom Gesicht her. Das stimmt, die sehen beide sehr ähnlich aus.
Was machst du da? Ich trainiere. Siehst du das nicht? Klingt spaßig. Jetzt kommt die Final Fantasy VIII Zugmission, die so eine halbe Stunde Erklärung hat und super kompliziert klingt, und dabei ist es einfach super einfach. You think Dominique's on this train? The special forces are the ones who kidnapped her. Dominique's at Mikado by now. Oh really? You seem to know a lot about this Volt. Ja, die Story hat noch nicht richtig angefangen, okay? Wenn wir bestimmt bei Mikado ankommen und dann irgendwie den eigentlichen Plan von dem Bösewicht herausfinden, dann geht's richtig ab. We may have intruders in the last car. Investigate it once. Remember, no guns. We're transporting rocket fuel. Volt hat seine Hose umgekrempelt. You got that, Echidna? Roger. Oh. Wer ist die geile? Die sieht aus wie ein Jojo-Charakter, lol. They're stowaways. Make sure you give them an appropriate welcome. Oh shit. Nicht die Fahrkartenkontrolle. Verdammt, die sind doch schwarz unterwegs. Ja, die Physics. Junge. Es gibt doch so eine grünhaarige bei Jojo, die sieht irgendwie so ähnlich aus. Guess there's no point in hiding. Ja, wir farmen hier, ne? Jolene heißt die? Okay. Ich habe keine Ahnung von Jojo. They're gonna tell me where Dominique is, whether they like it or not. Ach, ist sie auch ein Jojo? Weil wenn sie Jolene heißt, dann ist sie bestimmt auch ein Jojo, ne? Und jetzt wieder Viereckzeit! Viereckzeit ist die beste Zeit. Ich find's super, wie die alle mal ragdollen. Ja! Ja! Viermal gejuggelt. Gejuggelt. Jongliert. Ja! Okay, wenn man das schafft, gegen die Wand zu machen, dann kann man das mehrmals machen. Junge, voll chill. Stimmt, Moment. Hat Volt wirklich seine Hose umgeschlagen? Das ist ja wirklich... Oh mein Gott! Chat, achtet doch auf Volts Hose! Die ist nicht zweifarbig! Der hat die umgeschlagen! Unten. Seht ihr das? Der hat einfach so eine 3-Meter-Hose und dann hat er die umgeschlagen. Ich liebe Nomura. Der hat so coole Character-Designs. Wir können Skill lernen. Sie und selbst erdachter Schulterwurf. Let's go. Und ich kann ihn jederzeit wieder wegmachen, dann kriege ich die Punkte wieder zurück. Yo, die Kingdom Hearts-Geräusche. Hier sind die Kingdom Hearts-Menügeräusche geboren. Stark. Die sind nicht eins zu eins die gleichen. Aber die klingen schon sehr ähnlich. Also die haben hier wahrscheinlich dann drauf aufgebaut, auf die Menü-Sounds. Moment, Chat. Jetzt checke ich die Nachricht im Chat. Jemand hat gerade im Chat gefragt, wer ist gezockt? #Fragezeichen. Und ich dachte mir, was will er von mir? Und jetzt merke ich, dass er es jetzt... Wieso heißt mein Spielstand gezockt? #? Wieso steht da gezockt? #? Ich habe das Spiel gestartet und ich konnte nur ein neues Spiel auswählen. Ich musste doch keinen Namen schreiben, gar nichts. Hä? Tja, ich habe das Spiel gestartet, es kam das Intro, es kam das Menü, ich habe ein neues Spiel gedrückt und dann ging's los. Wieso steht da gezockt? #? Vielleicht eine Übersetzung für Spielstand? Aber doch nicht gezockt. Nee, stimmt. Ich glaube, da steht noch eine 0 dahinter. Ich glaube, das ist für New Game gedacht. Ich glaube, das sollte bedeuten, wie oft man auf diesem Spielstand durchgespielt hat. Oder?
Das Hashtag steht für halt die Nummer, also so und so viel Mal. Gezockt, bla bla bla, null Mal. Ja, New Game Plus quasi. Ja, die wollten nicht einfach nur played gespielt hinschreiben oder gespielt. Die haben es übersetzt so gezockt einfach. Die Frage auch im Chat. Wer ist gezockt Hashtag? Ich war so verwirrt bei dieser Chat-Nachricht. If you don't have a ticket, you're gonna have to pay. Ah nein, 40 Euro, ne? Schwarzfahren. Where did you take Dominique? So nice to see you again, Echidna. Echidna heißt sie. Ist das nicht eine Pflanze? I thought I finished him off. Indeed. Oh, die kennt But I'm not the vault you once knew. Eine Pflanze. Ist das nicht ein Begriff von einer Pflanze? Echidna? This time I'll make nee, stimmt, Knuckles. Along with your friends. Das ist ein Tier. Okay, let's go. Ja, das ist ja wirklich Jojo-Charakter, Mann. Auch die Lippen, die Frisur, ist einfach Jojo-Charakter. Outfit glaube ich eher nicht so Jojo, ne? Aber irgendwie die Frisur und das Gesicht. I don't think so. I don't think so. So, erster Bosskampf. Yo, die macht Capoeira, lol. Wie cool ist die denn? Ich kann aber jonglieren. Okay, ich will ein paar Capoeira-Moves von ihr sehen. Jo, wie cool ist die denn? Und dann Ragdoll die. So, nur noch sie. Junge, die drei Jungs auf die Frau drauf. Jungs, auf da! Ja, ich halte sie oben! Aerial Combo. Die ist mit ihrem Dropkick irgendwie um mich herum geflogen. Ich habe mich dabei gedreht und habe sie aus dem Dropkick Uppercut. Ich habe gerade echt viel Leben verloren. Ne? Vielleicht gebe ich mir ein bisschen Leben oder ein bisschen Damage. Komm, wir gehen auf Damage, ne? Ich habe mein Ding ins Move vergessen, Chat. Ich habe den Schulterwurf vergessen. Ich muss gleich mal schauen bei der Charakterauswahl. Ja, man muss bei der Charakterauswahl kannst du schauen, wie die Fähigkeiten gehen. Aber ich hab's vergessen wieder. What do you want with Dominique? It's not over yet. I'll teach you a thing or two about a woman's wrath. Okay. The next time we meet. Woman's wrath. Boah, ist die cool. What happened between you two? Ist die cool, Mann. Boah, fliegt die einfach weg. I think we'll save story time later. Ah, die ist sogar von der Brücke. Ich dachte, wir fahren irgendwie am Ufer oder so. Die ist von der Brücke gejumpt. Wer ist der Bruder? Junge, wir also Volt, Sion und Q scheinen wohl eine echt eine große Nummer zu sein. Dass jetzt Mikado so eine Panik schiebt und sogar einen fucking Düsenjet auf die losschickt. The brakes are out. This thing's carrying rocket fuel. If it slams into the station, we're all gonna be a lot warmer. Digga, wieso ist der Raketentreibstoff?
Kannst du erklären, was das Ziel ist? Wir versuchen, Girl zu retten, Dominique. Irgendein Typ hat sie gekidnappt, der irgendwas mit Mikrowellen zu tun hat. Okay, scheint wohl auch ein besonderer Charakter zu sein. And where are we going to get this car key? It's probably in the engineer's cab. But the cargo's in the way. Treten wir weg. We better find one in this car. Jetzt wie bei Street Fighter, wenn man diese Autos zusammentreten. Jetzt zu dritt das Cargo zu treten. Arrival, arrival, arrival. Okay, jetzt der Schulterwurf. ET plus H. Okay, meine lieben Fighting-Fans. Was heißt ET plus H? Was ist ET plus H? H könnte Handschlag oder Heavy-Angriff. Heavy. Vielleicht ein Heavy-Angriff? Ach so, oh, sorry. Da. Echter Tritt und Hauen. Echter Tritt und... Vielleicht easy... Nee, easy geht da. Easy Tritt und Heavy. Ich denke mal, es sind zwei... Einfach zwei Buttons, I guess, gleichzeitig. Ich denke mal, ET ist auch ein Button. Probieren es einfach mal aus, ne? Extra Tech. Und was ist Extra Tech-Taste? Ich habe auf meinem Gamepad Dreieck, Vier, Kreis und X. Ich kann hier noch L1, L2, R2 und L2 anbieten. Oh no! Habe ich jetzt verkackt, weil ich zu langsam? Nomura mag Züge, oder? Ich meine, Züge sind auch cool. Okay, wir springen einfach raus. Stark. Ich bin soweit, dass mein Meister seine Hand benutzen muss. Wow, das ist toll. Ja, aber er meinte, er würde es nie schaffen, ihn dazu zu bringen, dass er beide Hände benutzen muss. Ihr beide versteht euch gut. Okay, ich dachte kurz, sein Meister hat ihn irgendwie geschlagen oder so. Ich bin soweit, dass mein Meister seine Hand benutzen muss. Okay, chill, Game. So we're dead if we get trapped. Can't go back now. Let's push on. I can't believe they're attacking us. They must really love their job. So. Extra Text. ET plus H. Wir probieren's aus. Hey, out of my way! Hey! Da ist es! ET ist L1. Und H ist Dreieck. See.
Ich krieg keinen Schulterwurf mehr hin. Er fällt immer auf den Boden. Wieso fall ich denn immer hin? You ready? Er schmeißt sich selbst gegen die Wand. Ist das scheiße? So, wenn keine Wand im Weg ist, dann geht's. Wenn eine Wand im Weg ist, schmeißt er sich einfach selbst gegen die Wand. Ich habe nicht drauf geachtet, ob ich auch Leben verliere. Wenn ja, dann ist er absoluter Scam. Oh shit. Junge, ich wäre so abgegangen als Kind, ne? Das wäre einfach mein Lieblings-PS2-Game gewesen. Hätte ich das als Kind damals gespielt, ich hätte jetzt solche Tattoos wie Kuh gehabt. Hoppa! Hoppa! Commander! Okay, ich kann nicht mal... Ich dachte, wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe... Okay, ich verliere kein Leben dabei. Jonglieren! Ich meine, it's not bad, der Wurf. Solange man nicht an der Wand ist. Ich kann Charaktere wechseln? Nee. Die wählt man ja vorher aus, vor der Mission. Und dasselbe nochmal. Wo ist eigentlich der Trash? Ich sehe nur Peak. Probier aus, hab ich gerade. Steuerkreuz macht gar nichts. Vielleicht habe ich zu spät nach dem Kampf getestet. Probier gleich nochmal aus. Nee, mit Steuerkreuz kann ich auch laufen. Mal wie die wegrackt. Aber macht das überhaupt. Es macht doch, glaube ich, gar keinen Damage, ne, wenn ich ihn gegen an der Wand grabbe. Das bringt halt uns beiden nichts. Commander! Jungs, könnt ihr überhaupt irgendwas? Ich habe zwei alleine gemacht. Und nochmal dasselbe. Oh, jetzt wird Kisten. Es wird schwieriger. Da. Glaub ich wieder zurück? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich denke nicht, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich meine, ich kann ja gar nicht zurücklaufen. Da sind ja alle Türen zu, ne? Scheint richtig zu sein. Commander! Boah, ich bin weggeheatet. Und jonglieren. Und jonglieren. Nee, das war es nicht. Der hat irgendwie einen neuen Move gemacht, den kenne ich gar nicht. Der läuft so aus, als hätte er sich auch eingeschissen. Ja, die sind ja schon ein bisschen länger unterwegs, vielleicht. Vielleicht ist da schon was passiert, man weiß ja nicht. Super, Kali, dankeschön für den Prime-Sub. Die Kamera ist teilweise echt nah dran, ne? Ich sehe halt nichts, ich kann die Kamera nicht drehen.
Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Commander! You ready? Ich hab ihn gleich. Yeah. Nein, Dimitri ist tot. Okay, wir haben's. Ah, reicht nicht für den Torpedo-Kick. Schade. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Wie viele Feuerschutztüren haben die denn installiert? Ja, für solche Notfälle, wie gerade passiert ist, dass da so ein Zug mit Raketenmunition da reinkracht. Genau für solche Fälle. An emergency exit. Does it lead outside? This is the only exit, man. We don't have much of a choice. Wow. Wichtige Cutscene. Was ist los, Meister Wong? Es ist nicht hergekommen. Bivyute sagt kürzlich etwas, warst du schon bei der Polizei unfällig, können nichts anhaben. Nichts kann mich umbringen. Nein, es wird keinen zweiten Teil von Asi Sports geben. Warum nicht? Ich habe schon durchgespielt im Video. Und es gibt keinen zweiten Teil. Oh, Jump'n'Run? An air carrier. They must be looking for us. Out of the frying pan and into the fire, eh? What now? Ich hasse Co. We'll hitch a ride. Oh, what a wonderful idea. So should we just go up to them and say please? Co ist so eine Bitch, ey. Gib mir auf den Sack. Chance to jump on. It's going to be a long shot. Now! This is insane. What the hell? What the hell? Let's go. Were you looking for us? Also wenn der Torpedo-Kick nicht geil ist und mich nicht catcht, dann wechsel wieder Charakter, okay? Ja. Wieder die Tech-Musik. Das Jonglieren ist halt schon echt stark. Manchmal mache ich irgendwie so einen anderen Move. Okay, Moment. Also wenn ich eine schnelle Richtungseingabe mache vor dem Schlag, dann wird daraus ein Kick, habe ich das Gefühl. Da. Aber ich will nur nach hinten. Man kann es nur nach hinten machen, den Kick. Nee, auch nach vorne. Es gibt irgendwie Moves. Bis wann streamst du heute mal besser? Nicht lange. Ja, irgendwie, wenn ich vor dem normalen Schlag noch schnell den Stick drücke, einmal, dann macht ihr den Kick. Irgendwie ganz komisch. Vielleicht gibt es eine Kombo-Liste oder so bei den Einstellungen. Ich schaue gleich nochmal. Okay, wir haben einen neuen Move-Chat. Torpedo-Kick. Oh, ich bin Rang ab. Okay. Nee, es war. Ich dachte auch kurz Richtungswechsel, aber die Eingabe ist nur sehr tight.
Solides F. Ja, vorher war ja G, ne? Der Clip aus. Junge, wie er redet. Ship is out. Leute, lass mich in Ruhe, Mann. Yes? Keep flying this thing. Yes, sir. Ich mach nur meinen Job, Mann. Jungs. Und da oben ist gleich der Endboss. Spiel durchgespielt. Ich meine, es muss ja ein recht kurzes Spiel sein, oder? Wenn das extra sogar eine Anzeige gibt, für wie oft man es durchgespielt hat. I guess wird ein kurzes Spiel sein, oder? Da ist Dominique. Yo, Driver, drop us off over there. Was ist das denn? He got away. Volt, you scared him. Volt, you scared him. Ich mag die Fluggeräusche. Hey, you passed it. Damn it. Hey, you scared him. Hey, you passed it. Okay. Einfach Unfall gebaut. Gratuliere, hier, nimm, für mich, ja klar, du hast einen Job bei Mikado bekommen. Und okay. Die sind einfach abgestürzt, ja. Main Story ist nicht lange, ja. I could have 9 lives for this mission, it still wouldn't be enough. Ja, im Untertitel hat er gesagt, man stirbt schließlich zweimal. Yeah, yeah. Im Englischen hat er gesagt, 9 lives. Deutschen sind da ein bisschen pessimistischer unterwegs. Yo, I'm sure I saw Dominique in there. Let's go check it out. Easier said than done. Also so scheiße die Charaktere auch alle sind, ne? Muss schon sagen, ich finde die schon irgendwie cooler als in Final Fantasy 15. Hier hat Nomura schon ein bisschen besser gekocht. Pets, eh? I'm sure they're more than that. Like I said, easier said than done. Shut up. We don't want them to find us. Die junge augmentierte Hunde. Und die Ninjas sind wieder da. Wer klettert so Bäume runter? Es leidet einfach mit Kopf nach unten runter. Special Forces. Look at all the security. This has gotta be the place. Yeah, Dominique must be in there. Dominique! Ja, Torpedo-Kick, ne? ET plus M. Okay. Get out of my way! Get out of my way, Gesindel! Das ist er. Torpedo-Kick. Das ist also der Torpedo-Kick. Sieht richtig scheiße aus. Obwohl, vielleicht mag ich ihn. Ja, Jolien ist doch geiler. Schulterwurf! Schulterwurf! Wie ich dem Hund einfach pausenlos ins Gesicht trete und der Hund wehrt sich nicht mal. Er steht da und gibt ihm einen Kick nach dem anderen ins Gesicht. Hund bewegt sich kein Zentimeter. Okay, lass anderen Charakter spielen.
Hallo, das ist ein augmentierter Hund, okay? Das ist kein Tier mehr. Dominique! Starke Cutscene. Was war das? Junge. Ladezeit? Dominique! Ladezeit. I knew he'd be here. It's you. Das ist der Boss. How does it feel to have your woman taken away from you? Okay, den finde ich cool. I'll save her after I bust you up. Unfortunately, that's not how this story goes. Here we have the advantage. You don't stand a chance. Die Maske erinnert mich an einen Danganronpa-Charakter. You will never get the girl back. Okay, wen probieren wir aus? Ich glaube, ich muss nochmal Co-Lifo. Ich glaube, Simon ist auch ein kleines Hündchen mit dem Halsband. Und Dominique ist das Frauchen. Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Okay, ich will mein Zion wieder zurück. Chad, ich will mein Zion wieder. Uria! Ich bin ja schon Game Over gleich. Ich glaube, ich nehme wieder Zion. Ich fliege direkt ins Menü raus. Ich darf nicht mal irgendwie neu versuchen oder so. Ich fliege einfach komplett raus. Aber so war das, ne, früher bei Spielen. Wenn du Game Over bist, dann bist du komplett immer aus dem ganzen Spiel rausgeflogen. Das ganze Spiel hat sich neu gestartet immer. Ja, fehlt eigentlich nur noch, dass wirklich die CD noch rausfliegt. Achso, hier sind auch nur die eingetragen. Status? Nee, auch nicht. Dominique! Ich verdecke die Lebensleiste. Mann, in jeder Ecke passiert hier was. Dieses Spiel ist so überladen mit UI. I've got what it takes to save Dominique. Okay, jedes Mal, wenn ich jetzt sterbe, muss ich das alles nochmal neu machen. Uria! Ja, wie viel Damage der macht! Der Mugetsu. Ja, in der Luft getroffen, Junge. Moment, ist das der Torpedo-Kick? Das ist der Torpedo-Kick, oder? Er kann denselben! Ich bin so verwirrt, was jetzt der Torpedo-Kick ist. Ich habe irgendwie zwei neue Moves. Ja, Zion OP. Okay, Zion ist gleich tot. Jetzt verdecke ich die Lebensleiste vom Boss. Oh mein Gott. Ich hatte ihn fast, okay? Ich hatte ihn fast. Zion OP. Vielleicht muss man das Spiel ja mehrmals von vorne anfangen, damit man immer stärker und stärker wird. Extraspiel. Story-Modus mit bereits vorentwickelten Charakteren von Anfang an neu starten. Das ist ja wirklich so, oder? Mhm.
Nee, okay, das ist doch wirklich New Game Plus. Man muss wirklich einmal durchspielen. Okay, nee. Ich dachte schon. Ja, Roadblock. Der ist zu stark. Ich brauche irgendeinen krassen Move, den ich spammen kann. Ich brauche Kuma aus Tekken. Chat, ihr müsst gleich kurz einmal weggucken, okay? Meine PlayStation 2, die habe ich gecrackt. Deshalb kurz weggucken. Okay, dürft ihr wieder hingucken. I've got what it takes to. Nein, er kommt. Er kommt nicht. Jetzt kommt er. Er kommt immer noch nicht. Ja! Combo. Mann, steh auf, Sion! 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 Okay, jetzt habe ich ihn an der Wand. Ich habe ihn an der Wand. Ah, er bounced weg. Bounced, lol. Bouncer. Hab ihn! Mir gut zu. Okay, die anderen musste ich nicht mehr töten, zum Glück, weil ich war fast tot. 600. Ja, ich glaube, wir sparen. Oder soll ich hier was ausgeben? Für Leben oder Angriff? Komm, ich glaube, ich gebe mir Leben. So, zweimal Leben. Die Kombi und dann noch den Torpedo-Kick dahinter. Hm. Ja, probiere ich mal. Maeve PS2. Nee, das ist meine PS2. Die gehört mir. I'm not gonna lose anyone else ever again. This thing's pretty big up close. I don't know how we're gonna get past this. Junge, Sio, das ist so scheiße. Die haben sich halt nicht mal Mühe gegeben für die Dialoge. Nicht mal versucht. Sie haben es nicht mal versucht. Sie haben es nicht mal probiert. Was meinen Sie mit Unfall? Das war ein Unfall bei Mikado. In welchem Krankenhaus ist sie? Schlucht. Sie hat es nicht geschafft. Was? Es gab eine große Explosion. Das ist eine Lüge. Sie, Sion? Okay, wer ist das? Das ist nicht der Bösewicht. Das ist eine Frau. Das ist Julia aus FF8. Den scheiß Outfit an. Okay, jetzt ist sie. Ah, sie ist der Panther. Oh, Gestaltenwandler. Das ist der Bösewicht-Chat. Da ist er. Wong, transfer Dominique to the Gallios. We will proceed according to plan. But the satellite control center has not been repaired since. Boah, fliegen wir gleich ins Weltall? What do you mean, Wong? Dominique has returned. It is now possible. But as chief executive officer, I ordered you, Wong. I beg to differ. My allegiance belongs to your predecessor. You are only using the Mikado Group to fulfill your own selfish agenda.
What would Master Mikado think of your abuse? Please, for your sister's sake. Ach, das ist die Schwester von ihm. Then do you intend to stop me by force, Master Wong? That's Duragon. Why is that old geezer fighting him? Master? Das ist auch sein Meister. Oh, der Kreis schließt sich. Er wird jetzt den Meister vor seinen Augen umbringen. Yo, das war eine Bombe. In Eastern cultures, they say there's only one way to repay one's master, by surpassing him. Junge, er hat auch so eine Kette da. This is my payback to you, Master. Hey, wie cool ist der denn? In den Rücken. No! Rückenmark vom Gehirn getrennt. Forgive me, Sion. Mikado. Ob die von Holz gern ist. Stopped. Nee, die sah nicht so aus, als wäre sie aus Holz oder Stein. Ich denke nicht. You must do it, Sion. Master! Master! Wie kommen die jetzt so schnell rein? I see that you have studied under Wong. That would explain why you've been so difficult to deal with. Junge, wieso hat er so eine coole Kette um seinen Arm? I'm avenging my master. And I'm taking back Dominique. She is my sister. I'm the one who will take her back. So. What? Was sagst du jetzt, hä? I should thank you for protecting her. Is there any way I can repay you? Do you take me for a fool? I guess I have no choice but to fight you then. So be it. I'll show you how it feels to be utterly powerless. Ist das so ein Kampf, den man verlieren muss, maybe? I shall add another handicap as well. Okay. Vielleicht ist das so ein Kampf, den man verlieren muss. You're out of your mind. You don't stand a chance. You stand a chance. Das ist alles so cool, ja, Mann. Drauf, Jungs! Ach, die Katze macht mit! Ha! Jo, Horrormusik einfach. Puh! Junge, diese Katze! Ja, man kann nichts dran packen. Also ich versuche gerade den Turbo-Kick dran zu chainen, aber es geht einfach nicht. Ah! Die Schelle. Nein! Ich hab's fast geschafft. Ja, ich muss wieder Kamera wegmachen. Ich hab's aber fast geschafft, der war fast tot. Kann ich Katze grabben? Katze grabben? Nee. Irgendwie kann ich ihn auch nicht grabben. Aber... Okay, jetzt krieg ich's nicht mehr hin, ne? Oh mein Gott, ich krieg gar nichts mehr hin. Jungs, da ist noch eine Katze. Kümmert euch um die scheiß Katze. Ah, okay! Lass mich doch aufstehen! Junge, die Kombos auf einmal. You're out of your mind. You don't stand a chance. Mann, ich hab's gerade fast geschafft, ey. Ey, der ist schneller. Und dabei benutzt er nur einen Arm, ey. Wie hab ich das gerade hingekriegt?
so scheiße. Das Spiel ist kacke. Okay, ist weg. Katze? Okay, das war's. So wenig Punkte kriege ich für den Lelek? Damage. Ich verstehe die Controls. Sieht nicht so aus. Ich habe ihn besiegt! Oh nein, er hatte dem Videospiel einmal verloren. Hm, du verstehst wohl die Controls nicht. Einmal verloren! Apparently I have underestimated you. But how about this? Hua! It was fun while it lasted. Ich glaube, Zion hat auch nicht die Controls verstanden. As does Dominique. Boah, der ist so cool, Mann. Der ist so fucking cool. Guck mal, und dann hat er auch noch einen Hund dabei oder eine Katze. Das ist wirklich, wirklich Rufus. Shinra Rufus aus Final Fantasy 7. Where are your mother and father? Toy your backstory? Doctor! Doctor! I'm sorry. The doctor's on a house call right now. You'll have to find another hospital. Please! I don't have anywhere else to go! Please! Ich hab dich nicht mal reinlassen und warten lassen. Das sind zwei Kinder. Lass sie doch wenigstens rein. Are you all right? Good heavens. To the hospital, quickly. At once, sir. Okay, also sind die adoptiert. Mikado ist nicht der echte Vater. Master Mikado wishes to adopt you as his son, under one condition. Condition? You must become worthy of inheriting the Mikado group. Obviously, you must excel scholastically, but you must also train your body and soul. Okay. I understand. I would be more than happy to return this favor in any way possible. You will learn all disciplines for your sake. And for your sisters as well. Und Lone Wolf, Dankeschön für 34 Monate. You have done well in succeeding your father. You've endured harsh training, and you've matured into a young man in whom anyone would be proud. Your father will rest easy knowing that his legacy lies in good hands. From now on, you will lead the Mikado group. Und wann kam der Zeitpunkt, dass er sich so gestylt hat? Vorhin die ganze Zeit Anzüge getragen und jetzt auf einmal, seitdem er Chef ist? Auf einmal ist er Gott geworden. Ich check die Kette auch nicht, was sie da am Rücken ist. Kaldea, hey, pass besser auf. Was glaubst du, wer du bist, mich einfach ranzurempeln? Okay. Vielleicht ist es auch nur Style, die Kette. Aber es sieht so aus, als wäre die Kette irgendwie so eine Waffe oder so. Dominique! Thank you.
Starke Türen. Ja, Sion hat so eine typische Kette, die man ja kennt, so, die man so ans Bein hängt, ja. Aber er hat so eine, die hinten an der Schulter ist, dann über den Rücken läuft, auf seinen Arm und dann um den ganzen Arm gewickelt ist. Beiseite! No hit. Wer checkt hier nicht die Controls? No hit habe ich den gemacht. No hit. Weißt du, was auf Deutsch heißt? Kein Schlag. So. Versteht die Controls nicht. Hey, Boomgo, es geht ab. Okay, chill. Das scheiß Kind, ey. Die Kamera macht mich fertig, ey. Ich weiß nie, wo ich hinlaufe, ne? Ich weiß halt nie, wo ich hinlaufe. Ich kann nicht kämpfen, mein Gamepad ist getrennt. Mein Akku ist leer. Oh, falsches Kabel. Und er geht damit. Ja, ich habe halt so einen Hori-Controller für PS2, damit ich Bluetooth spielen kann. Aber wieso vier? Okay. Oh, yo, die Kombo! Langsam mache ich Kombos, Chat. Jungeln, jungeln und dann. Hatte auch so einen für meinen PS2 damals. Ja, ich wünschte, ich hätte damals so einen gehabt. Ja, I think ich grinde, ne? Auf den Orkanblitz. Ich denke, wir werden den Orkanblitz heute nicht mehr sehen. Wahrscheinlich muss man für solche Fähigkeiten das Spiel irgendwie 3-4 Mal durchspielen, damit man die Fähigkeit immer bekommt. Wie viele Kingdom Hearts Witze gab's schon? Gar nicht so viel. Hau mal deinen raus. Ich glaube, von dir komme ich. Das ist auch einfach hier Shinra-Gebäude gerade. Shinra-Hauptquartier. Kingdom Hearts wohl eher The Bouncer. Genau das. Commander! Hey, du kannst dich einfach schlagen, wenn ich schlage. Der ist ein Staubsaugroboter. Ist ein Gegner. Das ist so langsam, ne? Ja, okay!
wie schnell die sind. Okay, ich grinde weiter. Lass dich mal von dem besiegen, vielleicht Secret Ending. Was für Secret Ending? Ich will zurück zu meinen Boys. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt wieder zurücklaufe. Ich glaube, ich laufe zurück. Verdammt. Oder? Doch, ich bin ja vorhin hier reingelaufen. Ich kann nicht mehr zurück. Der Gang sieht einfach nur genauso aus. Boah, diese Kamera. Fürchterlich. Hä? Wohin mit mir? Fahrstuhl? Geht auch nicht. Das ist nicht der Balamp-Garten. Ah, hier. Kann sein, dass ich auch wieder dieselbe Tür benutzt habe. Nee. Oder? Oh mein Gott. Digga, was ist dieses Game gerade? Ist das dieses Resident Evil? Fast. Das ist quasi dasselbe Game, nur ohne Zombies. Ich bin auch so verwirrt, dass hier so viele Räume sind, so viele Wege und nirgendwo sind Gegner. Jetzt kommen Gegner. Wenn man davon spricht. Autsch. Nicht der Roboter, nicht der Roboter. Was ist da passiert? Irgendwie sind die da alle ineinander, irgendwie gegeneinander geklatscht. Bedum! Digga, dieser dumme Scheiß-Roboter. Diese dummen Roboter. Oh mein Gott! Ich hab ihn. Okay, das ist es. Das ist es. Das ist es. Das Game besteht zu 80% aus Cutscenes, aber die Stellen, wo man 5 Minuten lang einfach nur durch Türen rennt, konnten sie nicht in eine Cutscene packen? Nee. Okay, 800. Vielleicht kriegen wir noch die Treibmine. Ich weiß halt nicht, ob das ein Fehler ist, ne? Ob ich vielleicht lieber hätte Punkte jetzt die ganze Zeit in Leben oder Damage reinboosten sollen. Und gleich kommt ein Bosskampf und ich habe irgendwie 1000 Punkte, die ich nicht ausgegeben habe. Und ich kann ja dann, glaube ich, nicht neu verteilen. Erst beim Kapitelwechsel. Da ist sie. Es kommt jetzt wirklich ein Bosskampf. Hey, you're there.
Aber lass mich als Frau gegen sie kämpfen, nicht gegen den Panther. Oh, okay, die ist ja voll cool. Wieso kann die sowas? Bestimmt kann hier Rufus das auch. Die haben irgendwie an Menschen experimentiert oder so. I need some kind of special key. Ja, sie ist so ein Ölwesen. Dominique? Oh. Agelus Anastasia, was? What's this A2 project? I need a password? Damn it! Okay, ich habe kein Passwort. Bioingenieurwesen 2. Chaldea Orchid. Chaldea? Okay, er kennt die wohl. Das Renoir oder so. Das ist das Final Fantasy 8 Ending. Das ist ja wirklich Final Fantasy 8 Ending. It wasn't an accident. They were experimenting on humans? Da war das auch auf der Wiese und hat Renoir sich umgedreht, den Finger so nach oben gezeigt und dann ist es auch zersplittert. Zersplittert wie Glas. Okay, die anderen Sachen durfte ich mir wohl nicht anschauen. Jungs, chillt. Jungs, chillt. Hab ihn. Die konnten die einfach noch besser machen. Okay, die kriegen wirklich davon Damage, wenn sie aufeinander knallen. Deshalb war das vorhin in der Gruppe so krass gewesen. Ich habe irgendwie diesen Rundkick gemacht und die sind alle aufeinander geflogen und haben sich mehrmals getroffen. Und dann ist einer instant gestorben durch einen Kick. Die kriegen irgendwie Damage davon, wenn sie gegeneinander fliegen auf dem Boden. Das Spiel wirkt for real noch nicht scheiße. Du spielst es auch nicht! Ich finde das voll okay für die Zeit. Was für die Zeit? Zu der Zeit Kingdom Hearts kam Kingdom Hearts. Okay, gut, Kingdom Hearts 1 war jetzt auch nicht so krass. Ja, okay. Kann ich jetzt gegen die Katze kämpfen? Ist sie Chaldea vielleicht? Sie ist bestimmt Chaldea, ne? Ist aber auf Fragezeichen. Digga, muss ich jetzt die ganze Zeit nur Low-Kicks machen, oder was? Sie liegt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ist das scheiße. Yo, chill. Ja, okay! Junge, ist das kacke. Ja, wir können die Treibmine lernen. Eine explosivartige Reverse-Kick aus der Beuge. Rank up! Nice. Das Spiel mit Kingdom Hearts, Gameplay vor Kingdom Hearts von Square war Brave Fencer Musashi 2. Das war legit gedacht als quasi Tech-Demo für Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 1, aber ist noch schlechter. Es gab einen zweiten Teil davon? Also ich kenne Brave Fencer Musashi auf PS1. Wusste gar nicht, dass es einen zweiten Teil davon gab.
Es Giga S, okay. Ich habe nur den ersten gespielt. So, mal schauen, wie die Treibmine funktioniert. Erstmal Plot. Sie sagt jetzt, ich bin Caldea, deine Mutter. Ja, das ist Caldea. So now it's human. Was zum ein Humanoid? Who are you? You don't recognize me, do you? Huh? Ticket, du hast sie gerade auf dem Bildschirm gesehen, vor 2 Minuten. Und sie geht jetzt einfach? Ich hätte ihr ein paar Kicks mehr geben sollen. What was that all about? What was that all about? Dominique. Ist sie Bayonetta? Ja, sie ist Bayonetta, nur nicht mit Haaren, sondern mit Öl. Bayonetta ist ja mit Haaren und sie ist mit Öl. Wieso ist Dominique eigentlich die ganze Zeit bewusstlos? Oh, meine Jungs sind wieder da. Junge, wie gigalang muss deine Hose eigentlich sein? Holy shit. Für wen war die Hose gedacht, die er trägt? That hurt really, really bad, Bolt. Oh lol, die haben sich verkleidet. You look pretty spiffy in that outfit, Cole. Spiffy. Whatever. Well, looks like we got our team. Der hat irgendwie so eine coole Gefängnisausbruch-Sequenz gehabt, während ich durch Gänge gelaufen bin. Oh, er verwandelt sich jetzt auch oder so. Er verwandelt sich doch nicht? Aber er ist der coolste Mann. Treibmine. ET und S. Ein explosivartiger. Okay. ET und S. Ja, bringt mir gar nichts. Ich muss nicht mal schauen. Das bringt mir nichts. Ja, ich habe auch vorhin gesagt, erinnert mich an Danganronpa, an den anthropomorphen Typen da. Anthropomorph-Typ. So, ist das der Reverse-Kick? Ich glaube, das ist er. Macht er guten Damage? Der hat 1200 gekostet. Ich hätte das alles in Damage reinpusten können und würde jetzt ultra viel Damage machen. Und hab mir lieber diesen dummen Kick geholt. Der richtig scheiße ist. Hat sich nicht gelohnt, ich sag's wie es ist. Oder? Er ist halt langsam. Alles, was in dem Spiel langsam ist, ist Kacke. Es muss halt schnell sein. Meine Jungs sind gleich tot. Nein! Nein! Ich hab's fast geschafft. Nein. Game over. Bin ich gerade irgendwie. Ist mein Stream gerade gestorben? Ich bin irgendwie im Chat neu connected. Und Skelly, Dankeschön für 25 Monate. Muss sagen, das Spiel sieht jetzt nicht so trash aus. Ja, okay, sorry. Das ist eigentlich meines Lieblingsspiel, aber ich wusste nie, wie ich das spielen soll, ohne dass ihr, ich habe ein neues Spiel gemacht, ohne dass ihr mich dafür blamet, dass das scheiße ist. Also habe ich es extra in den Trash-Kalender reingepackt, damit ihr halt mich nicht dafür blamet. Ich will es halt einfach nur mal spielen mit euch und es euch vorstellen. Aber dabei ist mein Lieblingsspiel. Jetzt ist es raus. Ja, es ist mein Lieblingsgame. Ich bin am Oberkörper komplett tätowiert wie Co. Das war gar kein Joke.
Das Szenario, das ich euch vorgestellt habe, dass ich gesagt habe, hätte ich das als Kind gespielt, dann wäre ich heute tätowiert wie Cole. Ja, bin ich. Genauso. Jetzt raus. Nein, ich will nicht mich oben ausziehen. Dominique's right. Und Monkey D. Grab. Dankeschön für die 8 Monate. Uria! Okay, das wird doch wieder nichts, oder? Der ist aber auch cool, der Ninja. Ich glaube, der Kick bringt's nichts. Der ist echt nicht so geil. Okay, okay. Ja, Jungs, was war das für ein Damage? Lol. Ich hätte alles reinballern sollen in Damage. Scheiß Treibmine. Ey, der ist so schnell, ne? Das Auto anvisieren fuckt auch immer ab, ey. Ich visiere immer irgendwas an, was ich nicht anvisieren will, wenn mehrere Gegner da sind. Junge, alle fliegen mit Kicks rum und keiner trifft den anderen. So viel Leben, ne? Ja, ich hab geblockt! Er hat einen Blockbrecher benutzt oder so. Wo sind deine Tekken-Kombos? Welche sind meine Tekken-Kombos? Ich hab keine Tekken-Kombos. Du verwechselst mich, ich bin nicht der Tekken-Typ. Junge, er visiert den anderen an. Er visiert den anderen an! Okay, ich glaube, ich muss zum Schulterwurf übergehen. Okay, ich muss zum Sterben übergehen. Schulterwurf. Ja, restlicher Adventskalender ist nur The Bouncer grinden. Vielleicht einen anderen Charakter probieren? Vielleicht, Volt nehmen und die ganze Zeit Sprung spammen? Das Ding ist, wahrscheinlich, wenn ich halt den Boss töte, ist der Kampf halt vorbei. Da muss ich die anderen nicht töten. Aber es ist halt so schwer, ihn zu treffen, wenn die anderen immer dazwischen springen. Und sie und dann die anderen automatisch anvisiert. Oh, ich hab ihn. Ah, doch nicht. Ich dachte, ich hab ihn in die Ecke gedrängt. Nein, 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 nein. Grab! Grab! Komm schon! Nein, komm schon, Sion! Ich hab ihn noch fast. Ich hab ihn. Ihr habt das Leben wieder nicht gesehen, ne? Sorry. So. Jetzt alles in Damage. Scheiß auf Torpedo Blitzkick. Ja, okay, die anderen, wenn ich alle töten würde, natürlich würde ich mehr Erfahrungspunkte bekommen. Wahrscheinlich. Ja.
Voltsprung, AOE-Damage könnte hier strong sein, ja. Einfach immer in die Masse reinspringen. Er ist halt, das Problem ist halt bei dem Sprung, dass er sehr langsam ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass ich bei diesen schnellen Ninjas immer unterbrochen werde. Dominique. Junge, kann er irgendwas anderes sagen? Küssi. Sian? Er hat am Anfang andere Klamotten angehabt. Aber ihr Bruder hat sie ausgezogen. Sian! Dominique. Always getting me in trouble. You had me worried. Voll süß, aber die beiden. This is the first time you ever hugged me. Oh. Ich wein gleich. I don't mean to intrude. But could we save the love scene for later? Arschloch. Yeah, we have to get out of here first. Sorry. Let's get going. Great, but which way do we go? Security's tight everywhere. Maybe if we head for the rocket tower, it might provide us with a little cover. Sounds good to me. Okay, let's move. Ich hoffe, wir zerstören am Ende seinen Mikrowellenautomaten oben. Oder fliegen sogar nach oben oder so und kämpfen dort. Hey, was hast du so blöd? Hast du etwa Probleme? Hm, los! Intruders in the rocket tower. Switch all robots to security mode. The intruders are headed for the shuttle area. Damn. Security is tighter than I thought. With all four of us together, we stand out like a sore thumb. I'm sorry. No, that's not what I meant. What I'm saying is we need a decoy. I see. One of us will escape with Dominique. The other two will draw away the guards. So, who will go with Dominique? Yeah. It's you, I guess. Sie gehört mir. Junge, ist der Besitzer greifend. So we're the decoys then? Red Flag. Ja, der hat Kaktor auf dem Arm und einen Kaktor auf dem Rücken, aber so einen durchgestrichenen. Er hasst Final Fantasy. Come on, Cole. Yeah, yeah. Be careful, you two. Die sehen wir nie wieder, die sind tot. Das ist ein Abschied. Let's go, Dominique. Stay close to me. Okay. Die werden sich am Ende opfern oder so. Die hatten eine Lebensleiste, lol. Hör auf. Jo, wieso hat er so viel Leben? Ist das überhaupt ein Gegner? Okay, ist ein Gegner. Junge, das ist so scheiße, ne? Die haben für die menschlichen Charaktere gibt's immer eine Ragdoll, wenn sie sterben. Wenn sie Damage bekommen. Und die Gegner Ragdollen ja nicht, weil sie nicht humanoid sind. Also gehen sie, werden die einfach, freezen die einfach, wenn man die damaget. Sogar wenn die sterben, freezen die einfach nur. Froscher, dankeschön für den Giftetzap. Vielen Dank. Und dann stehen die da einfach. Ich kann die weiterschieben. Beiseite! Nee, Katzendemon. Nee, leider hast du schon den Großteil verpasst. Ich glaube, wir sind schon im Finale gerade. Also denke ich. Jo, da ist hier so ein R2D2.
alles schlecht. Ist das alles schlecht? Und Jason Man, Dankeschön für 2 Subs. Vielen Dank. Die freezen sogar beim Tod in der Animation, die sie zuletzt gemacht haben. Ja, jetzt wird alles nochmal abverlangt, was wir vorhin gelernt haben. Jetzt müssen wir alles einsetzen, was wir gelernt haben. Jetzt, Finale. Das ist die Bombing-Mission aus Final Fantasy VII am Anfang. Gleich kommt der riesige Skorpion. Als Roboter. Ja, Dominique ist ja auch keine Kämpferin. Das ist ja so eine Escort-Mission gerade. Wahrscheinlich werde ich auch Game Over geben, wenn sie stirbt. Videospiele machen Spaß. Ich liebe Videospiele. Ja, Sora, das ist das Kapitel, wo Sora seinen Keyblade verloren hat. Der ist gerade auf der Suche. Das ist da, wo Riku ihm das Schwert weggenommen hat. Commander! Das ist das, was wäre, wenn Sora nicht als Keyblade wieder außer Korn geworden wäre, ja. Wenn es wirklich Riku gewesen wäre. Gleich Game Over. Kann mich Dominique heilen oder so? Also da, hier jetzt Game Over zu gehen, würde mir echt stinken. Kein Bock, das alles normal zu machen. Boah, Chat. Der Bouncer-Welt in Kingdom Hearts 4? Würden wir das fühlen? Schon, ne? Ich meine, so ein Kingdom Hearts, wo aber Sora nicht Disney-Welten besucht, sondern Videospielwelten, wäre doch cool. Ja, aber The World's End with You gab's ja schon. In Dream Drop Distance. Bouncer noch nicht. Huah! So, kann das jetzt bitte enden? Ich habe kein Leben mehr. Junge, das sind jetzt wieder 6 Gegner. Kann ich weglaufen? Ich glaub, wenn ich das jetzt verliere, ich muss alles wieder von vorne machen. Er hat einen Totenkopf im Rücken. Ja, er gehört zu den Hundepiraten. Der ist ein Totenkopf mit einem Hund. Dominique, lauf. Dominique, lauf. Plan B.
Dominik, Plan B, lauf. Dominik. Dominik, schneller. Das Spiel hat einen krassen Difficulty Spike, ja. Digga, schon wieder drei Stück. So, am Ende so kam Square zu Nomura und hat gesagt, Nomura, was soll die Scheiße? Dein Spiel geht nur eine Stunde. Das können wir nicht machen. Er sagt, ja, okay, ich mach irgendeine lange, nervige Stelle. Und hier sind wir. Scheiße. Wo bin ich denn falsch abgebogen? Von hier aus komme ich ja, ne? Junge, wenn ich die Kamera wenigstens drehen könnte. Fahrstuhl! Das sieht nach Ende aus. Ja, es ist zu Ende. Ja, aber hier hätte man eigentlich recht viele Punkte grinden können, ne? Das waren echt viele. Liebe es, wie er seine komplette Hüfte beim Rennen bewegt. Einfach Laufsteg. Sian. Bei Burger Kings gibt's einen One Piece Burger mit T-Shirts? Was? Ja, so? What's this all of a sudden? I don't like this place. Mr. Wong was the one who helped me escape. Ich dachte, er ist tot. My master? And then I met you, Sian. Dominique. When I started living with you, kann doch keiner erzählen, dass sie noch wissen, wo die hinwollen. Ne, die haben hier immer als Kinder gespielt, die kennen sich ja aus. Digga, was labert die? Can we go home together? Nein. Boah, ich dachte, die küssen sich. Boah, ich dachte, die küssen sich. Kurz Jumpscare. Die kurze Zeit, die sie mit ihm war, da, die hat sich einfach frei gefühlt. Das will sie wieder. Sie will frei sein, nicht gefangen werden sein von ihrem Bruder, der Gemeini. We'll have to use that. Tritt auf. Jo, wer ist der denn? Back, Dominique. Jo, stay back, Dominique. Miss Dominique, your brother awaits you. I'm going home with Sian. You have much to learn, my lady. Hä? Dominique! Was hat er für Knöpfe bei ihr gedrückt? Kurz auf den Bauch gedrückt, sie schläft ein. Ah, der hat vielleicht so eine Nadel oder so. So eine Betäubungsnadel. Okay, der Arm ist crazy. Why don't you try putting us to sleep while you're at it? Was machen die jetzt schon wieder hier? Ich dachte, wir gehen zwei verschiedene Wege. If you think you got what it takes. Er hat ihren Wirbel ausgeknackt, ja, genau. Nee, ich denke mal, er hat irgendwie so eine Nadel oder so, irgendeinen Schuss oder so. Aber dieser Bro muss erstmal kurz warten.
okay, die sehen schon. Die sehen schon echt arschscheiße aus. Die sehen schon echt kacke aus. Aber die sind schon eigentlich ziemlich lustig. Aber die sehen ultra wack aus. Und 18 Euro kosten die. Mit, also für 18 Euro kriege ich einen Burger und ein T-Shirt? Oder mit Menü? Prakti-Design. One-Piece-Menü hier. Aber es gibt keinen richtigen One-Piece-Burger, oder? Also du kaufst dir ein ganz normales Menü und kriegst halt ein T-Shirt dazu, wenn du dann Geld drauflegst. Doch einmal Sanji, einmal Ruffy. Weil das ist doch... Ist das jetzt der Ruffy-Burger oder was? Das ist ein extra Burger, okay. Hey, das ist ja viel cooler. Guck mal, das sind andere T-Shirts. Wir haben die hässlichen bekommen. Et tout le monde, c'est Rin. Alors dès le réveil, j'ai tout de suite reçu une notification de Burger King sur le réapprovisionnement des t-shirts de One Piece. Il y a quelques temps, Burger King et One Piece ont fait une collaboration où il y a deux menus. Le... Ça y est les gars, la... ...faire, et moi non plus. Et... Cornichon. Alter, guck mal, die Tüte ist ja cool. Hey, die Tüte ist cooler als die scheiß T-Shirts. Die Tüte ist einfach cooler. Et ici, du coup, on a de la salade. Ist das traurig. Da, ja, wir können das versteuern, Leute. Da war das. Zeig T-Shirt. Pour le coup. Ici, on a le T-Shirt de Luffy et... Ach so, Moment, das ist nur der Backprint gewesen mit diesem komischen großen Cover. Ici, on a vorne sieht es dann so aus. La collaboration entre One Piece et Burger King. Dann, même si c'est un M, il... Ich dachte, die sind vorne so. Et juste derrière. Er ist der Rücken. On a Luffy qui a changé de voix. Okay, jetzt sehe ich, dass du live in groß sehe. Ja, also wir müssen zu Burger King. Au lieu de devenir le roi des pirates, il veut devenir le roi des burgers. Et juste derrière. En noir. On a exactement la même chose devant, sauf que... Ich will beide noir. Haben. J'ai quand même une préférence pour le noir d'ailleurs. Malheureusement, j'ai pu avoir ce t-shirt quand L au lieu du M. Mais j'ai l'impression qu'il fait à peu près la même taille. Et derrière, cette fois-ci, on est plus du point de vue de Sanji, qui prépare toujours son burger. Et derrière, on a Luffy devant le barbecue qui... Aber ich mag diese plant-based patties von... die so chicken sein sollen, die mag ich nicht so sehr. Und ich glaube, sein Burger ist so ein Chicken-Ding, ne? Gestern noch über Sucht geredet. Es geht hier nicht ums Essen, okay? Es geht hier um One Piece Shirt. Das ist was ganz anderes. So locken die dich an, ja. You're making a big mistake. Daneben. Opfer. Ja, Jungs, wollt ihr mitmachen? Wollen wir vielleicht alle zusammen drauf? Nein? Ja, ihr macht so auf Ehre und so. Abwechselnd, ne? Ich bin aber nicht eher voll. Der blockt so mit dem Bein. Okay, was ist mit ihm los? Er blockt so mit dem Bein wie Gao Lang. Er ist ein Kickboxer. Alle drei! Diese Combo, Junge. Ja,
Dame. Ey, komm schon! Der war tot! Game over. Ah, ihr seht das immer noch nicht, ne? Die Kamera ist immer hinter dem, auf dem Leben. Aber der war fast tot. The Bouncer. The Bouncer! Ich hätte zurückgehen sollen. Ich hätte die anderen kämpfen lassen sollen, ne? Werde also wirklich mal die Tage zu BK gehen und das holen. Ich bin ein Loser. Ich fahre heute. Du bist sowieso ein Loser. Ja, nicht, dass die ausverkauft sind. You're making a big mistake. You will be me, baby. Auf zu blocken, Arschloch! Jungs, macht doch was! Nee, nicht ich. Geh wieder zurück. Die sind limitiert, solange der Vorrat reicht. Junge, ich krieg nicht mal Geld davon. Und nach diesem Stream gehen Leute mehr nach Burger King, als sich Leute Holy bestellt haben. Ja, der kann so einen Kite-Dropkick, ja. Ich kaufe gleich drei, obwohl ich nicht mal ein Peace-Fan bin. Digga. Yo! Er hat mich angetäuscht hat. Das Ding ist, die haben schon teilweise coole Designs und coole Moves, aber das Spiel ist so arsch. Macht das schon, Jungs. Der geht immer zu mir. Mann, der geht immer zu mir. You're making a big mistake. You make a big mistake. Mann! Wieso ist er so schnell? Diese scheiß Kick, ey. Ich finde das auch so unfair, dass die Gegner, wenn ich auf dem Boden liege, können die mich noch damagen. Wenn die auf dem Boden liegen, kann ich sie nicht mehr damagen. Jungs, jetzt hilft doch mal! Wieso seid ihr überhaupt gekommen? So, den letzten macht ihr. Kaito Dropkick. Kaito macht Dropkick. Die sind beide tot. Junge, so wenig Punkte dafür bekommen? D, Alter, Abfahrt. Und Sio, dankeschön für 25 Monate. Nostalgie-Game, oha, du hast als Kind gegamed?
Die zwei kriegen kein T-Shirt. Nee. Dominik. Nee, die schläft jetzt wieder das halbe Game. Ja, okay, chill. Ab hier spielen wir nicht mehr weiter. War mein erstes PS2-Game stark. Wen hast du gemaint? Wen hast du mal gespielt? Von den drei Jungs? Nein. Sion. Oh, die hat Superkräfte. Die kann die Mikrowellen kontrollieren. Ich kenne keine Teamattacke. Sie ist ein Cyborg! LOL! Sie ist die Mikrowelle! Wenn Volt You're Ready sagt, musst du spotten mit Sion. Oha, okay. Okay, das ist crazy. Okay, das ist viel zu cool. Jetzt verstehe ich auch, wieso das Spiel Bouncer heißt. Ihre Bubis haben gerade mies gebounced. Dominique. Ach Mann, Sion. You bastard, you're still alive? Du Hundesohn, Untertitel einfach. But right now I must bring the girl to the giant shuttle Galios, where Master Duragon. Wir fliegen wirklich ins Weltall. I'll finish you off after that. No! Junge, als ob ich das dritte Mal gegen den Ninja kämpfen muss. That was Dominique? Dieser Typ, ey. She is Duragon's dead sister. Tote Schwester! What? Sie ist an dem Abend gestorben! Duragon, the present CEO of Mikado, had a younger sister who lost her battle with a terminal illness. Using his position as the head of Mikado, he spared nothing to bring her back to life. Woher weißt du das? You're lying! I was a personal guard to the previous Mikado. No wonder you know so much. Doesn't matter whether you believe me or not. Right now, she needs you. Sion, I think you need her too. Digga, sie ist ein Cyborg. Was für she needs you? We're gonna go save Dominique, right? Die macht Bibi 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 und das war's. Chat hat eigentlich, bei diesem Final Fantasy 1 Reimagination-Ding hier, dieses Final Fantasy Origins. Hat da Nomura mitgearbeitet? Nee, ne? Stranger's Paradise, ja, genau. We have to stop this Galios. Man könnte bei ihm jedes Wort, jedes Dominique mit Chaos ersetzen und es ist derselbe Charakter. I'm in no mood to be merciful right now. Okay, let's go. Ha!
Okay, jetzt müssen wir darauf achten, dass Volt was sagt. Er muss Get Ready sagen, ne? Okay, das war cool. Okay, das war cool. Ja, okay, vielleicht habe ich die Controls nicht verstanden. Ja, ich bin ready. Okay, zu langsam. Sio, was sagst du, was ist der krasseste Move hier? Ist Orkanblitz wirklich worth? Was ist der krasseste Move hier? Ich habe ein paar Stück geholt, aber die finde ich nicht so gut. In die Songbattle wird die Kampfmusik eingereicht. No way am I going to lose anyone. Hab nur Damage else. Zuerst geboostet, okay. Klassiker. Congratulations. Who would have ever thought you'd make it this far? Oh, die Jojo Alde. A Echidna. Genau, Echidna. Now that Mugetsu and PD4 are out of the picture, I shall become number one. Once I defeat all of you. Der Roboter war ein Charakter? Ein wichtiger, relevanter Charakter? Play with you right now. I've had enough of your mockery. You haven't changed at all. Ever since die Boobs haben nicht gezittert, die haben gebounced. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber das Spiel heißt The Bouncer. Abfahrt. There's nothing you can do to stop us. Dominique! Ne, ich schlag keine Frau, ich schlag eine Kämpferin. Wollte schon tot? Ja, kein All-Out-Attack mehr. Oh, ist vorbei. Ich liebe die Ragdolls. Das sieht so super immer jedes Mal aus. Es ist einfach, als würde jedes Mal, wenn du jemanden schlägst, er komplett unmächtig werden. Ja, okay, gut, sie sind nicht gelevelt, ja, das stimmt wohl. Aber Abwehr und Leben habe ich auch nicht so viel geskillt. Too bad. Launch preparation should be done by now. What? Also wer saß vorhin in diesem Ding da drin? Wer hat da so kurz aus der Seite geschaut, als wäre so ein relevanter Charakter oder so? Controls
Horst Lichter, okay. Ey, Mann, Videospiele damals waren echt was Besonderes, ne? Das war damals echt ein ganz anderer Vibe. Coole Animation, I guess. We're too late? Die ging einfach ewig. Heute Fotorealist mit 100 Bucks. Ja, ich meine, das Game damals wurde ja auch nicht krass gut bewertet und gut aufgenommen. Das, und das ist ja von Square Enix. Das war damals, was heute Forspoken quasi ist. Das heutige The Bouncer ist Forspoken. Und wenn wir entscheiden, was cooler ist, auch wenn beides scheiße ist, seien wir ehrlich, The Bouncer ist halt so viel cooler. It's melted. What's going on? Looks like they're trying to slow down the Galios. Kriegen wir jetzt auch diesen Jet? Ich will auch so eine coole Düsenjet Passage haben. With that. Ja, wir kriegen auch einen. You think we can catch it with that? Let's go while those fighters are keeping it busy. I just hope we make it before the boosters ignite. You better hurry. Auf zur Satellitenstation. Was geht mit der Musik? Genau, Volt, dahin. Du bist ja dumm und siehst das ja gar nicht, ne? Volt, flieg mal dahin. Und jetzt springen auf diesen Carrier, springen jetzt die ganze Zeit so Gegner drauf und wir müssen dann kämpfen. Haken also. Junge, dritter Kampf gegen den Typen. Jetzt hat er seine Maske ausgezogen. Ist er jetzt noch hotter? It's Mugetsu. Na, okay. I've been waiting for you. Maske war schon cooler. I've been waiting for you, Cloud. I'll do it. Nein! I can't wait to butcher all of you! Ich hab's falsch verstanden. Ja, Abfahrt. Crazy bastard. Zion fliegt jetzt. Verdammt. Okay, warte, wo ist der Move? Da. Okay, mehr brauchen wir nicht. Yo, geiler Move. Einmal erst einfach Yoshimitsu. Okay, der mit dem auch. Ja, okay! Er ist gerade irgendwie so Mario 3D World Musik. Scheiße. Game over. The
The Bouncer. War gerade irgendwie so Mario 3D World Bosskampfmusik oder so. Nein, nicht neues Spiel. So bekämpfe ich auch jeden. Ja, ich habe jetzt die ganze nur Sion trainiert. Ich kann mit dem gar nicht spielen. Und das ist der einzige Move, den ich mit dem kann. Ich habe gehofft, das reicht. The Bouncer. The Bouncer. Okay, Coke darf jetzt fliegen. Ich will, dass Volt mit mir kämpft. Where? Dominik! Where to lay? Sion ist schon hotter. Nee. What's going on? Der Bösewicht ist hotter. Und der Typ mit der Maske. Aber jetzt, wo er die Maske auszieht, ist er nicht mehr so hot, leider. Ob jemand den Versus-Modus jemals gespielt hat? Sio, hast du damals den Versus-Modus gegrindet? Gegrindet vor allem. Mit deinen Kumpels gespielt? Safe, oder? Me? Oder war das so ein Spiel, was deine Kumpels alle gehasst haben und du warst der Einzige, der es mochte? Mein Bruder, stark. Yeah, I'm not gonna be sad. Yeah, I'm gonna get a Dominique. Ja, es ist so unfair. Es ist so unfair. Okay, mit Sion habe ich mich besser angestellt, oder? Ja, ist doch okay! Oh, der hat mich komplett deleted. Ich muss ein Safe State setzen. Alle meine Freunde haben Digimon Rumble Arena gehasst. Traurig. Digimon Rumble Arena war stark. Vor allem der zweite Teil war sehr geil. Ja, der erste war lustig, aber der zweite war halt viel geiler. Der zweite war viel, viel geiler. We're too late. We're too late. Das ist dieser Smash-Klon. Ja, das Ding ist, damals, zu der Zeit gab es viele solche Spiele. Damals war es nicht der Smash-Klon, sondern es war damals ein Genre. Das Genre ist halt einfach nur mittlerweile ausgestorben, sodass man nur noch an Smash denkt bei dem Genre. Weil es so mehr oder weniger das Einzige, was so überlebt hatte. Du fliegst? Me? Me? Und hier machen wir ein Safe State. Me? Kongaga! Yeah, I'm not gonna be. Ey, der ist zu schnell, Chat! Mann, Bowser ist schon wieder mit seinen komischen Stärken am Start. Ich hab vergessen, wie die alle heißen. Rudolf oder so, oder wie die ganzen scheiß Schildkröten heißen. So, Schelle. Jo, Volt steht auch einfach nur da, ne? Die hätten auch beide das Ding steuern können.
Gott! Ich kann keinen Schlag machen! Dominik! Yeah! Deka! Keine Ahnung. Ich muss einfach Glück haben. Ich muss einfach Glück haben. Dass er die falschen Moves macht. Er nimmt halt an sich echt viel Schaden, ne? Wenn ich ihn treffe. Ich hab ihn! Ich hab ihn! Bitte! Hoppa! So! Junge, so wenig Punkte. Abwehr. Ich hab nicht gespeichert, ich bin ein Dummbatz. Nein. No, it's not over. It's not over yet. I haven't. Er fliegt da rein. Lol. Now that leaves only Duragon. Junge. Ah, hey, hey, du vertreibst. Let us begin, Dominique. We will start with that accursed hospital. Oh, er macht das alles nur, weil er wütend auf die Menschen sind, weil sie ihm nicht geholfen haben, damals seine Schwester zu heilen. Jetzt will er alle töten. Und er fängt damit an mit dem Krankenhaus, was ihm nicht geholfen hat. Das ist ein mächtiges Gerät. Okay, kommt noch einer raus. Kommt da noch einer raus? Da kommt noch einer raus. Und noch einer? Holy shit. Er bombt einfach ein Krankenhaus weg. Was ist ihre Story? Wir müssen doch ihre Story mitbekommen. Hey, it's that Black Panther again. Da ich nicht gespeichert habe, mache ich hier nochmal ein Safe State. What are you anyway? What are you anyway? Okay, jetzt wieder der Kick. Sie verwandelt sich! Trotzdem Kick. Dominosteine. Jetzt verwandelt sie sich wieder. Bleib Katze, als Katze ist sie schlecht. Kann ich mal wegkicken. Man sieht die gar nicht mehr, es ist so dunkel gerade. Ist das kacke, ey. Ich sehe sie nicht mal, ich spam die ganze Zeit X. Mir ist gerade erst die Idle-Animation aufgefallen von Zion. Die ist eigentlich auch echt stark. Wie er da idelt. Müssen wir gleich darauf achten. Aber erstmal kriegen wir Kelda Lore. Zion. Sie hat einen Doc-Tag. Sie kommt aus dem Krieg. You don't recognize me.
do you? Nee. Sag es. I'm so much older than you. Sie ist die Mutter. No. That's impossible. Chaldea? Mikado staged my death and erased my existence. You're saying it wasn't an accident? They experimented on me using Bionoid technology so that Dominique could become more human. Bionoid technology. Duragon, you didn't. I pity him. It is so sad. Him? Duragon. He's lonely. I must be by his side. Silence! Yo! Es ist einfach der Final Fantasy Moment. I have no need for such pathetic sympathy from a Bionoid. Bastard! Endboss? Aber ja, die Ketten sind wirklich wohl seine Waffen. Die sind nicht einfach nur, weil es cool aussieht, sondern er kämpft wirklich damit. Also jetzt ist sie wirklich tot, Sion. Jetzt tut's mir leid. With this satellite, I will provide unlimited energy to those who will follow me. And I will demonstrate what happens to those who cross me. You're going to rule the world with a satellite? Mikrowellen, Digga, Mikrowellen. Das ist gar keine Ahnung. Beings want to be controlled. They forsake those who offer no benefit. They lord those with power. They can do nothing for themselves. Mankind's true desire is to be dominated by absolute power. Der schießt da weiter. Guck mal, überall Explosion. Er schießt immer weiter und weiter. Dominique, stop! Sion. What's wrong, Dominique? I don't think your sister agrees with you. Sister? This useless puppet? You're the one who created Dominique! I'll take you on with both arms. This is your reward for being such a nuisance. Okay. Jetzt macht er ernst, Chat. Jetzt beide Hände. Jetzt verschont er uns nicht mehr. This is unforgivable, Duragon! Duragon, Alter. Er ist schon cool, ja. Ich finde ihn auch cool. Seine Kette ist leider kaputt. Vorhin hat er so eine Kette um den Arm gehabt, das war viel cooler. Ja, was jetzt mit dem zweiten Arm, Duragon? Da ist der zweite Arm. Okay, zweite Phase? Ich denke, da kommt eine zweite Phase. Käsehut, Dankeschön für 2 Monate. Letztens seine alten Videos wieder rewatched. Möchte mich einfach für die geilen Videos bedanken. Kuss, Dankeschön, Mann. I beat him! I beat him, Dominique! You could never understand the humiliation that I have gone. Zweite Phase. Er ist auch ein Bionoid, wie Chaldea. Okay, wieso ist der hot? Wieso ist er so fucking hot? You think I'm gonna lose to someone who's only motivated by resentment?
Okay, sehr bekannt. Er hat einfach den Stern gemacht. Babu! Das ist alles Kacke. Jungs! Aber wieso steht hier? Chat, er wehrt sich, das ist unfair. Wieso wehrt er sich? Game over. Ist irgendwie. Also, die Gegner sind nur schwer, wenn sie schnell sind und lange Kombos haben. Ansonsten sind die meisten Bosse eigentlich echt easy, ne? Bin mir jetzt gar nicht sicher, gab es jetzt zwischen den zwei Phasen einen Safe State? Oder muss ich jetzt die erste nochmal machen? Scheiße, ich muss die erste nochmal machen. Deine Gang sind aber auch nur Loser. Ja, wirklich, die stehen nur dumm rum, die machen nichts. Die gucken einfach, wie dieser Typ mich zusammendrescht. Die juckt das gar nicht. This is. Wahrscheinlich hatte ich gerade einfach nur Glück gehabt. Und jetzt haut er richtig rein. Ja! Volt. Scheiß Ragdolls. Der sieht so scheiße aus. Oh! Fast Rekord geschafft. Ich dachte, ich schaffe noch ein fünftes Mal. Ach, deshalb bin ich gerade so schnell gestorben. Ich dachte, der macht ultra viel Damage. Aber ich starte mit dem Leben, wie im Kampf davor ich aufgehört habe. Okay, das ist ja ätzend. Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben. Nee, ich habe ja noch normalen Save. Sion ist schon wollte schon tot. Aber ich probiere es halt noch ein paar Mal. Aber man kann auch Glück haben mit den seinen Angriffen. Dann klappt das. Ich liebe es. Ich liebe es, wenn es so oft klappt hintereinander. Dieser Schlag ins Gesicht. Hallo, everybody! Beat him, Dominic! Ich schaff das, okay? Ich schaff das. Wenn noch eine dritte Phase kommt, dann habe ich ein Problem. Das war ein guter Try. Beat him, Dominic. Ja, Volt ist One-Shot. One-Shot! Okay, neues Strat, Chat. Neues Strat. Ey, das ist so unfair, dass die Damage machen können, während ich liege. Hey.
Das ist so unfair! Wieso dürfen die mich damagen? Ich würde dann übelste Combo raushauen. Die wollen aber auch nicht irgendwie einen All-Out-Attack machen, ne? Die wollen keinen All-Out-Attack machen, wenn die wenigstens einen starten würden, aber machen die nicht. Ja, wir müssen nochmal neu machen. Den ersten Kampf, der erste Kampf muss besser laufen. Ich brauche mehr Leben. Oh, das sieht sehr versprechend aus. Versprechend, nicht sehr versprechend. Ey, ich hab geblockt, Arschloch! Ja! Oh, ich hatte ihn fast! Ich hatte ihn fast. Das war echt ein guter Try. Was ist da gerade passiert? War das viermal? War das ein Rekord? Ich glaube, es waren fünfmal. Ich lebe noch! Ich lebe noch! Mann, ich will nicht neu starten, ich hab's ja fast. Es ist so knapp! Hey, Pascal! Willkommen zurück! Und Dankeschön für 29 Monate. Die Grabs waren stark. Okay, jetzt krieg ich sie nicht mehr so gut hin. Jetzt krieg ich sie nicht mehr so gut hin. Als ob meine Teammates angreifen können. Junge, wenn die Kamera wenigstens mitmachen würde. Ja, die Kamera muss dabei mitspielen, damit die Strat funktioniert, ne? Weil dann kann ich halt das perfekt timen, wenn er aufsteht, direkt grabben. Aber wenn ich ihn nicht sehe, weil die Kamera woanders ist. Ich wäsche mit dir den Boden! Ey! Wohin rennt ihr? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Okay, nice. Bitte sag mir, der Kampf ist jetzt vorbei und ich werde voll geheilt. Ich meine, wenn ich speichern darf, dann müsste das vorbei sein. Ich müsste jetzt wieder voll geheilt sein. This can't be. I'm a bouncer. I'm living, putting my life on the line. Peak! Masterpiece! I'm a bouncer! Yeah.
Es gibt im dritten Durchlauf einen neuen Fight. Als ob. I'm a bouncer. It was terrible. I was dreaming that I was killing lots of people. Du kannst nicht träumen, du bist ein Roboter. It was just a bad dream, and you won't have any more of them. I promise. Oh no. Hey, we're gonna ram the satellite. Volt, change course. Wieso kann Volt eigentlich alles? Wieso weiß Volt alles und kann alles? Wofür ist er nicht Co im Team? Hätte nicht Co irgendwie der Schlaue sein können? Yo, Tron! Holy shit! 30 Subs, Tron, vielen, vielen Dank! Du bist ein richtiger Bouncer, Mann. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. What are you talking about, Dominique? I saw it in that horrible dream. This big ship splits into two. In your dream? It's true. Das sind gar keine Träume, das sind Sion. Gespeicherte Dateien. Well, it's all or nothing. I'm in. All right then. Vielen, vielen Dank, Tron. Dankeschön, Mann. Nicht die Mikrowellen! Ja, der Satellit hat auch gebounced. Junge, fucking Sion. I'm no bouncer. Er lebt. Chat, er lebt. Hotboy lebt. Teil 2, nee, Sio meinte er gerade, wenn man das dreimal durchspielt, da kriegt man einen neuen Bosskampf. Ich denke mal, dann kommt das. Können wir uns gleich auf YouTube mal anschauen. Sio, that horrible dream was real, wasn't it? Er hat wirklich einen Blaumann getragen, um darunter was zu haben. You won't have any more of those dreams. Sexy. Rest in peace, Caldeo. Oh, Mann. Man, I'm so bored. This place has been too quiet ever since that incident. Hey, if we're not doing anything, it means the bar's doing just fine, right? Yeah, but still. My amazing skills are gonna go to waste if I don't use them. It's your shift, Sia. Yeah, I know. Was ein geiles Game, eh? Hey, boy, can you put that on my tab? Bouncers can't be sleeping on the job.
Yeah. Schön, seine dicke Kette ist weg. Die hat er jetzt ersetzt mit ihrer Kette. You're wearing it. Isn't that what a pendant's for? I'm so happy. Thank you, Sion. Jetzt macht Fett rum endlich. Oh yeah, I forgot to tell you. What is it? Thanks. Mm-hmm. For what? Thanks for the pendant. Was hat sie für ein Ding auf dem Kopf? True, was ist das für eine Mütze? Der Bouncer? I'm a bouncer. I make a living putting my life on the line. Junge. I'm a bouncer. Perfekt reingeklickt. Um diese legendäre Line nochmal zu hören. Good. Good. I never expected anyone to push me so far. Pardon my past discourtesies. I will forget the past. I no longer care about the indignation I have suffered. Okay. I should thank you for opening my eyes to this new indulgence. Jo, wer ist ein Drache? The pleasure of fighting for the sake of fighting. Mhm. Give me the best you've got. I'll still beat you. Das ist ein scheiß Charakter. Oh, der Song, was geht denn jetzt ab? Junge, die ganze, sein Plot war die ganze Zeit, ja, ich hasse alle Menschen, weil meine Schwester wegen den Menschen gestorben ist und jetzt am Ende ist auf einmal so einer. I'm fighting, cause I like fighting and I'm fighting, cause of fighting. Halt doch dein Maul, Alter. Nee, ich, die anderen zwei Designs waren hotter. Also mit dem Dingens war hot, dann nur mit dem Blaumann war hot, aber jetzt, wo er das, die Lasche so runtergemacht hat, ist nicht mehr so hot. Und das Tattoo fühle ich nicht. Jo, der hat ja gar kein Leben, Leute. Er ist ja komplett low-life. Ach, der macht eine No-Upgrades-Run. Ach du Scheiße, der gönnt sich ja das komplett. Chat? Chat. Wieso macht sein Sion richtige Kombos? Und meiner hat das nicht gemacht. Er hat die Controls verstanden, ich glaube auch. Guck mal, der hat irgendeine 3-Schlag-Kombo, die ging bei mir nicht. Wie macht er das? You ready? Hast du nur einen Button gedrückt? Nee, ich habe alle benutzt. Aber bei mir haben die Kombos, Angriffe keine Kombos gemacht. Du weißt ja, wenn du anvisierst, macht der andere Attacken. Was für Anvisieren? Also er hat bei mir die Gegner immer automatisch anvisiert. Hey, hätte ich diese coole Combo gehabt, hätte ich ja easy das Game gewonnen. Ich meine, es war jetzt auch so nicht schwer, aber... Muss er eins halten? Der ist Block. Ich muss die ganze Zeit den Block hochhalten? So, kriegen wir jetzt noch ein anderes Ending oder ist es das gleiche? Dann L1. Ja, L1 war diese ET-Taste. Damit hat man irgendwelche Superangriffe gemacht. And you still couldn't beat me. With all those moves, you've lost. Cause I'm the bouncer. Und es endet, okay.
Ja, das war doch ein spektakuläres Spiel, Leute. Ich kann verstehen, wieso dieses Spiel nicht so beliebt war. Ich kann verstehen, wieso dieses Spiel nie eine Fortsetzung bekam. Aber ich kann auch verstehen, dass dieses Spiel ein wichtiger Schritt war, um dann daraus zu machen, was Nomura gemacht hat. Sein Epos, sein Lebenswerk Kingdom Hearts. Okay, das war wichtig. Das war ein wichtiger Schritt Richtung Kingdom Hearts. Ich fand's nice trashy. Ja, es war trashig, aber auf die gute Art und Weise trashig. Es war unterhaltsam trashig. Es war nicht komplett irgendwie Trash, sondern es war schon guter Trash, ja. Ich kann verstehen, wieso das Spiel nicht so gut, also wieso das Leute damals nicht so gefeiert haben oder auch heute nicht. Aber es hat schon so einen eigenen Charme. Einen eigenen Charme, der die damalige Zeit eigentlich recht gut widerspiegelt, den damaligen Zeitgeist. Und das war schön. Das hat Spaß gemacht.